Hallo und herzlich willkommen zu unserer täglichen Runde. Wo sind die Items, die ihr heute für den Kessel benötigt? Und ich zeige euch heute, wo ihr die ganzen Gegenstände für den heutigen Tag finden könnt. Fangen wir an. Wir starten hier oben an der Ecke und haben hier direkt mal einen richtig fies versteckten. Nämlich hier haben wir den Geisterschleim einmal. Gehen wir aber weiter immer zu den einzelnen Bereichen. Und wir fangen heute hier bei dem Pferdeverkaufsstellen an. Und heute gibt es das Ganze nämlich hier mittendrin in den Verkaufsständen. Und dann haben wir nämlich einmal hier das Pferdehaar und hier einmal einen wabbeligen Wurm. Das sind die ersten Sachen, die wir hier haben. Hier haben wir dann die Goldmelisse. Die ist direkt vor dem Kürbisrennen. Also haben wir die hier an dem Spot. Dann reiten wir einmal weiter und haben unser obligatorisches Spinnenei, was wir nämlich dann einfach hier haben. Wie immer an den Spinnennetzen, da hat sich nichts verändert. Dann reiten wir hier rüber zu unserem Spot, wo wir mit die meisten Sachen finden. Machen einmal die Runde hier außen rum. Und dann haben wir hier nämlich Nummer 1, das Moos. Reiten dann ein wenig weiter und haben hier, wenn benötigt, den zweiten Spot für unser Spinnenei. An den Sachen ändert sich immer nichts. Dann gehen wir hier auch noch einmal weiter und haben unsere versteckte Asche einmal hier hinter diesem Baumstumpf. Gehen dann weiter, denn dann heißt es einmal nach oben gehen. Denn dort haben wir auch nochmal etwas. Gehen wir dann zu Linda, denn dort ist für heute das Faberröd. Und dann fehlt uns nur noch eine Kleinigkeit und das ist nämlich die Kamille. Und Kamille ist heute einmal an einem Spot, wo sie bisher noch wirklich überhaupt nicht war. Und Kamille findet ihr heute tatsächlich einmal oben auf der Tanzfläche. Das heißt, einmal hier nach oben am kopflosen Reiter vorbei und dann direkt oben bei dem verlassenen Altar hier oben bei der zerfallenen Kirche hier rechts auf der Seite. Dort habt ihr dann Kamille. Ich hoffe, dass ich euch damit ein wenig weiterhelfen konnte. Ihr habt dann damit dann auch alle Items für den heutigen Tag. Ich mache da jetzt regelmäßig dazu so ein kurzes Infovideo für den Tag. Und wenn ich euch damit helfen konnte, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.